Herzlich willkommen, meine lieben Freunde der gepflegten Super Mario 3D Action gegen Bowser Nintendo Videospiel Unterhaltung. Wir spielen mal wieder Super Mario Galaxy. Was habe ich denn da gemacht? Ich weiß es nicht. Dieser Part ist nachkommentiert, ihr wisst es bereits und ich verbaue es mir total, weil ich hier einmal... Ja, oh weia. Also eigentlich habe ich schon verloren. Das ist... Ah, gut, okay, ich halte mich hinter dem Spiel, aber es wird ziemlich eng, glaube ich. Hm, wir müssen hier alle Noten einsammeln. Ja, es wird in der Tat so ein bisschen eng, weil ich hier nämlich die Verbindungslinien abreiße. Und jetzt habe ich mich da aber eben noch gerettet und dann könnte ich es doch schaffen. Obwohl, das wird jetzt auch wieder doof. Ja, schon bin ich... Wow, das war cool. Und jetzt geht's los, jetzt geht's los, jetzt geht's los und dann habe ich es echt geschafft. Und jetzt kann man einfach wunderbar sich fallen lassen. Och Philipp, es wäre cool gewesen, wenn du hier einfach nochmal... Genau, wenn du jetzt nochmal alle Platten wegmachen würdest. Dann hätten wir ein total leeres Gehäuse und das wäre dann so... Wow. Ich glaube, ich habe damals... Ja. Ich habe einfach nur geguckt, wie komme ich zum Stern hin. Ich habe dabei gar nicht beachtet, dass ich mich hier einfach fallen lassen kann, damit ich in die Mitte gesogen werde. Also ich wüsste nicht, wie ich den Stern dann tatsächlich holen muss. Aber das kennen wir, glaube ich, schon aus Part 5 oder 6, lass mich nicht lügen. Da war es auch so, ich hatte den Stern in der Mitte, hatte irgendwelche Greifsterne und wusste einfach nicht, wie man da hinkommt in die Mitte. Aber gut, speichern. Jo, speichern wir ja. Und dann... gucken wir mal, welche fulminante und abenteuerliche Mission uns denn als nächstes bevorsteht. Kampffelsengalaxie, das ist immer noch der Risikodings. Und jetzt ist da so ein silbernes Teil darunter. Das heißt, ich glaube, jetzt können wir es machen. Und Silber oder Weiß. Und ich glaube, Silber oder Weiß bedeutet einfach, dass wir nur ein Leben haben. Tatsächlich. Aber so ganz sicher bin ich mir auch nicht. Naja. Im Anflug auf Risikokamet. Kamet, genau, Kamet. Die Bedrohung. Jo, so ist es. Wir sehen hier die Endstage, sag ich mal. Den letzten kleinen Kreisel vom Endboss. Und wir haben nur ein Leben. So sieht's aus. Werde ich das schaffen oder werde ich direkt gegen den Zaun laufen? Das ist die Frage. Ja, also, darf man gespannt sein. Wieso ich jetzt hier allerdings im Kreis rumirre, weiß ich tatsächlich nicht an der Stelle. Vielleicht habe ich angenommen, dass man jetzt hier alle Kreise besiegen muss, oder... das ist also geringfügigerweise interessant. Okay, aber gut. Und ich bin tot. Weil ich auf den draufgesprungen bin und der da so einen Stachel hat. Das ist, ja, interessant. Auf einer gewissen Art und Weise. Naja, okay. Jetzt aber nochmal. Marco ist online. Jetzt frage ich mich nur, welcher Marco? Denn ich habe zwei Marcos in meiner Skype-Liste. Den einen kennt ihr ja auch. Und jetzt brauche ich es mir hier irgendwie. Und da komme ich jetzt nicht hoch. Und ja, ich kriege ihn nicht hoch. Und oh ja, das war wieder. Das hätte ich jetzt an der Stelle nicht sagen sollen, weil jetzt wieder diverse Leute irgendeine skurrile Doppeldeutigkeit darin erkennen, die aber so eigentlich gar nicht, ja, geplant war. Aber gut. Das war jetzt wirklich echt, also wer diese Doppel, also die Doppeldeutigkeit ist ja wirklich, also irgendwie, ich weiß nicht, aber irgendwie, ja. Es ist herrlich, es ist, ja. Und genau das habe ich noch im letzten Part angesprochen. Man muss aufpassen bei diesem Endgegner, dass man sich nicht platt quetschen lässt. Nochmal. Haben wir alle Leben verloren oder wieso? Lol. Also da kann ich mich jetzt auch gar nicht mehr erinnern aktuell. Aber ich glaube, es war dann sicherlich sehr herzlich mit Leon. Beziehungsweise er war sicherlich gut unterhalten. Ich hoffe, ihr seid es jetzt auch. Obwohl ich das hier so derbe schlecht nachkommentiere, aber okay, ist an der Stelle, ja, meine Güte, es ist ein Hobby, also heult doch nicht gleich hier rum und so weiter. Ja, das, okay, das ist, also jetzt gehen wir es nochmal ganz ruhig an. Treffer 1, dann kommt er in die Mitte, also aufpassen. Dann hier die Leutchen ignorieren, wieder auf ihn drauf, dann Achtung, dass wir nicht da reinstoßen werden.
einmal draufhauen und wieder weg, um, damit wir nicht direkt zerquetscht werden, sobald er eben wieder, ja, unten ist, und schon haben wir 3 Treffer gelandet. Ist doch alles gar nicht so schwer. Noch ein paar Sternteilchen einsammeln und dann haben wir ihn. Tja. So, und ich stelle fest, dass wir in den letzten Parts hier gar nicht mal so schlecht vorangekommen sind. Ich glaube, wir haben immer so 2 Sterne pro Part geholt. Das ist ja ganz okay. Ich habe mich gar nicht informiert, wie viele es gibt. Ob es wieder 120 gibt? Das wäre so richtig... Da hätte man so richtig die Teile von Super Mario 64 irgendwie mit aufgegriffen. Das wäre irgendwie cool, aber gut. Ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es auch nur 100 Sterne, vielleicht gibt es auch 1000 Sterne. Das ist, da möchte ich auch gar nicht unbedingt gespoilert werden. Ich habe so nämlich überhaupt keine Vorstellung, wie lange dieses Projekt tatsächlich wird. Es kann sein, dass ich irgendwie 3/4 des Spiels schon abgeschlossen habe. Es kann aber auch sein, dass ich irgendwie gerade bei den ersten 2% bin. Das wird sicherlich interessant. Und ja, an diese Mission kann ich mich ganz gut erinnern und die war richtig cool. Das war mal so richtig so... Wow, das war so... Das war eine richtig tolle Atmosphäre. Da fühlt man sich doch richtig an den finalen Bosskampf von Super Mario 64 erinnert. Vor allen Dingen aufgrund der Musik. Das ist ein Remake der Musik von damals. Ich will auch gar nicht so viel dazwischen labern, weil diese Musik einfach so ein Nostalgiegefühl hat. Und das ist einfach fantastisch. Und auch gewisse Elemente sind übernommen worden. Deswegen bin ich mal so ein bisschen ruhig hier, damit wir das genießen können. Die Gravitation ist hier total chaotisch. Achte auf die Pfeile. Und irgendwas anderes. Okay, aber ich will jetzt nicht die ganze Zeit ruhig sein. Wow, das ist in der Tat... Holla. Ist in der Tat ein bisschen tückisch. Aber ich finde es echt genial. Also, wie mit der Schwerkraft gearbeitet wurde und dann auch noch diese geile Musik. Ich meine, das ist so ein tolles Nostalgiegefühl. Und es ist... Es erinnert ja wirklich an die Burg, die es auch in Super Mario 64 gab. Und gewisse Elemente erkennt man auch wieder. Aber hier wurde es auch grafisch noch verfeinert. Und ich finde auch einfach das Remake von der Musik, das macht eine perfekte Stimmung dafür. So. Ich glaube, ich sterbe aber gleich. Das ist... Jetzt habe ich ein bisschen gespoilert, aber ja, einmal werde ich sterben. Und wir treffen Bowser zum allerersten Mal persönlich. Und Bowser macht hier alles kaputt, deswegen müssen wir uns beeilen. Und genau darin besteht das Problem, weil ich hier diesen Superpilz hole, um meine Leben aufzufrischen. Aber da geht so viel Zeit drauf, dass ich gleich sterbe tatsächlich hier. Ja, an der Treppe. Die Treppe zu Bowser, sie ist ja auch so ein bisschen legendär schon aus Super Mario 64 einfach. Einmal aufgrund der unendlichen Treppe und natürlich auch aufgrund der... Tatsache, dass eine Treppe, auf der es sehr windig war, direkt zum letzten Kampf gegen Bowser führte. Also wenn man dann in dem finalen Level drin war. Leon hat mir an der Stelle im Übrigen geraten, dass ich mir diesen Superpilz oder Maxipilz oder was auch immer, ich weiß jetzt nicht, wie es heißt, nicht hole, weil ich zu viel Zeit verlieren würde. Aber da ich ja sowieso nie auf meine Let's Play-Kollegen höre, schaffe ich es so. Und jetzt gilt's. Die finale Schlacht um Peach-Rettung. Naja, nicht ganz. Aber es wird einem vorgegaukelt. Du bist weit gekommen. Und das, obwohl du kein Deutscher bist. Dich werde ich zerquetschen. Und dann die 14 Welt verteilen. So wie die von einem dreckigen Juden. Du wirst verdeutscht werden, vernichtet werden. Du sollst die Macht der Deutschen spüren. Deutschland ist das einzig Wahre. Akzeptiere das endlich. Deutschland. Deutschland, ja. Wow, jetzt hat er mich schon zweimal getroffen. Ich habe zu Beginn noch nicht ganz verstanden, wie dieser Kampf funktioniert. Deswegen fail ich auch erstmal. Ja, man muss ihn also hier... Genau. Man muss ihn hier auf eins dieser komischen Felder lenken, dass er eben dort drauf springt auf die grünen.
auf diese blauen Felder, dann geht da das Glas kaputt, er stürzt in die Lava, verbrennt sich seinen Schwanz. Ja, es ist auch wieder doppeldeutig, rast dann hier herum und da muss man ihn an den Schwanz packen. Inwiefern das jetzt kindgerecht ist, das sei dann auch erstmal in Frage gestellt hier. Und ich habe das irgendwie zu Beginn nicht verstanden, beziehungsweise nicht verstanden, wie man ihn abfängt. Ja, ich wollte irgendwas richtig stellen. Was war denn das nochmal? Achso, ja, bezüglich, ich versuche ja so ein ganz kleines bisschen Hitler zu imitieren. Das ist, vielleicht gelingt mir das ganz gut, vielleicht gelingt es mir aber auch weniger gut und man erkennt es nicht. Ich denke schon, dass man es erkennt. Und ich will nochmal ganz ausdrücklich sagen, es ist nur eine Rolle. Ja, also das ist ein Charakter wie Professor Esche, die immer gelangweilt ist aus Pokémon Schwarz, oder Rosalina, die Kinderhändlerin. Und ja, also ich bitte das nicht ernst zu nehmen. Das ist, ich finde es wichtig, dass man sich das, dass man sich eben seiner Vergangenheit bewusst wird, wenn man eben Deutscher ist, aber ich finde, dass dieses Thema auch ein bisschen zu weit aufgezogen wird. Sicher, was damals passiert ist, war schrecklich, aber man kann nicht jede Sekunde seines Lebens nur an die Zeit zwischen 36 und 45 denken. Beziehungsweise 33, weil da das Ermächtigungsgesetz in Kraft getreten ist. Und ja, es ist einfach manchmal zu viel des Guten. Und außerdem darf man ja noch nicht mal mehr wissenschaftlich an dieses Thema herangehen, denn es gibt einfach gewisse Punkte, bei der einfach noch Forschungsbedarf. Aha, jetzt haben wir ihn. Sind allerdings auch selbst ein bisschen weiter aufgegangen. Denn es gibt noch gewisse Punkte, wo einfach noch Forschungsbedarf besteht. Es gibt immer noch Fragen, die ungeklärt sind. Das ist sicherlich, denn es gibt viele Leute, die, es gibt Forscher, die inzwischen bezweifeln, dass die Juden wirklich vergast wurden. Nicht, dass sie umgekommen sind, aber zum Beispiel, dass sie vergast wurden. Einfach, weil diese Türme, durch die das Gas ausströmen sollte, viel zu tief gewesen wären. Oder, nee, sie wären viel zu hoch oder viel zu tief gewesen. Ich meine viel zu hoch, sodass das Gas, also das Gas wäre gar nicht bis so weit nach oben gekommen. Und es gibt einfach einige Dinge, die zum Teil gegen die wissenschaftliche oder die gegen die offizielle, ja, Sichtweise über dieses Thema einfach sprechen. Und gut, wie bin ich da jetzt in meinem Galaxy Let's Play nur drauf gekommen, aber ja, das ist so ein bisschen meine Meinung in der Kurzfassung. Man sollte sich wissenschaftlich mit dem Thema auseinandersetzen dürfen. Denn wer das nicht tut, der, ja, ich weiß nicht, ist das nicht in gewisser Art und Weise Faschismus? Gegen die Wissenschaft? Ich weiß nicht. Ist sicherlich ein hochspekulatives und interessantes Thema. Aber gut, an der Stelle möchte ich das jetzt hier auch nicht weiter ausführen. Nur nochmal eine klare Richtigstellung. Also ich bekenne mich zu der Demokratie in Deutschland, zu unseren sozialen Grundzügen. Und ich bekenne mich auch zu unserem Parteien- und Wahlsystem. Also das ist ganz klar. Und zu unserem Rechtssystem. Das sei an der Stelle nur nochmal gesagt. Und ich habe nichts gegen irgendwelche Ausländer oder Leute mit anderer Religion. Im Gegenteil. Ich habe nur gegen Leute, die sich, gegen Ausländer, die hier in Deutschland leben und nicht mal unsere Sprache lernen zu müssen. Gegen die habe ich in der Tat was. Aber gut, das ist jetzt eine andere Geschichte. Wir haben Bowser in dem Fall jetzt geschlagen. Ach, das ist ganz mies gelaufen. Das ist ja wie 45 Reloaded. Aber mein Plan kommt gut voran. Haha. Deutschland. Mario, glaubst du wirklich, du dreckiger Jude, kannst mich aufhalten? Du bist doch kein Deutscher. Hahaha. Deutschland. 45 Reloaded oder Switch Reloaded? Oh, das wäre ja nochmal die Frage. Ja. Von Switch Reloaded habe ich im Übrigen überhaupt die Idee dieser Figur, nenne ich sie jetzt einfach mal. So, ein großer Stern ist im Übrigen eine tolle Sendung. Switch Reloaded kann ich ihm nur empfehlen, wer sie nicht kennen sollte. Und ja, wir haben einen großen Stern erhalten. Es kommt nicht auf die Größe an. Es ist schlecht, ja. Aber ich erinnere mich so an ein paar Dialoge, die ich mit Leon an dieser Stelle geführt habe im Let's Play. Ja, das ist ja toll. Nachhinein betrachtet doch ganz gut, dass ich nachsynchronisieren musste, aber okay, wir haben einen großen Stern und kommen somit weiter voran und können somit einen neuen Bereich erkunden.
Und zwar den Garten. Ich glaube tatsächlich die Veranda oder irgendwie sowas. Jo, Galaxie komplett. Das war auch nicht anders zu erwarten. Sternteile zurückgebracht, neue Galaxie entdeckt. Und ja, wir sind jetzt in der Küche. Irgendwohin, in irgendeinem neuen Bereich sind wir gekommen. Ein großer Stern ist zurückgekehrt und du kannst jetzt zu einer Kuppel weiter im Inneren gehen. Aber die Sternwarte macht immer noch keine Anstalten, sich zu bewegen. Die Powersterne reichen noch nicht aus. Die Schurken, die deine dir kostbare Person entführt haben, haben sie bis zum fernsten Ort gebracht, dem Zentrum des Universums. Gut. Ich glaube, ich habe das schon mal in einem älteren Part gesagt. Es ist absolut unlogisch. Das Zentrum des Universums kann niemals der Punkt sein, der am weitesten entfernt ist. Denn das würde bedeuten, dass wir im Umkehrschluss am äußersten Punkt des Universums sind. Und das würde bedeuten, dass wir nicht in alle vier Richtungen können. Ja? Wenn unsere Sternkraft zurückgekehrt ist, kann die Sternwarte bis zum Zentrum des Universums fliegen. Dann siehst du auch die dir kostbare Person wieder. Sag doch einfach Peach. Meine Güte. Also versteht ihr, was ich meine? Wenn die Mitte am weitesten weg ist, dann sind wir am äußersten Punkt. Und das würde bedeuten, dass wir jetzt nicht mehr in alle Himmelsrichtungen können, weil es eben in einer nicht weitergeht. Und das ist ja hier in dem Fall nicht gegeben. Das hat man ja auf der Karte gesehen. Da konnten wir nach oben, unten, rechts und links, weil überall noch andere Galaxien sind. Und somit können wir nicht am weitesten weg. Somit kann das Zentrum des Universums nicht der. Somit kann unser Punkt nicht der sein, der am weitesten weg vom Zentrum des Universums ist. So, okay. Bevor ich mich hier in weitere Dinge verstricke, beende ich den Part, sage tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz bald. Ciao.